Heute PR-Berater. Das ist der famose Wiener Brater. Das ist ein harmloser Wurstbrater. Das ist ein dubioser PR-Berater. Und wie geht so ein dubioser PR-Berater? Erkläre ich euch. Dubioser PR-Berater ist eine Mischung aus aufdringlichem Staubsaugervertreter, Spendieronkel und Meister im Strippenziehen. Als PR-Berater brauchst du erstmal eine ganz große Kartei. Mit ganz vielen Adressen. Egal von wem. Schnipp, schnapp. Hauptsache viel. So, eine prall gefüllte Kartei hast du. Jetzt Kontakt aufnehmen. Und wenn einer mal keinen Kontakt mit dir haben will, dann machst du dir einen gebastelten Kontakt. Kann man sich prima mit schmücken. 1, 2, 3. Und schon werden die Promis angelockt. Wie die Motten vom Licht. Toll. Dann mit dem Politiker schön rummauschen, damit er bei Laune bleibt. Ein bisschen Honig und Bart schmieren, einen neuen Pelz kaufen, eine Runde Billigbank spielen oder du spendierst ein Honorar für ein Buch, was der Politiker noch gar nicht geschrieben hat. Dann noch dem Politiker einen Termin aus dem Rippen leiern und an die Wirtschaft verkaufen. Und was macht die Wirtschaft bei so einem Termin? Ganz klar, die Politiker extra teures Krawumm-Spielzeug andrehen. Hier was verschabelt, da was verhökert. Toll. Und wenn mal rauskommt, dass du gemauschelt hast, ist auch nicht schlimm. Kommt der Politiker endlich mal dazu, sein Buch zu schreiben. Grüß Gott. Du kannst mal ordentlich durch alle Fernsehsender tingeln und zeigen, wie man perfekt eine beleidigte Leberwurst spielt. Also ich glaube, Sie werden von mir da überhaupt nichts mehr zu hören. Und in 2 Monaten, nach der Wahl, geht der dubiose PR-Berater-Alltag schon wieder los. Mit neuen Adressen, neuen Kontakten, neuen Mauscheleien und Honoraren für Bücher, die nie geschrieben werden. Toll. Und nächste Woche, schwerer Unfall bei Ordensverleihung. Dubioser PR-Berater aus Versehen erstochen. Tschüss.